willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Einweihung vom Stadtspielwerk. Es freut mich und ich bin riesig überrascht, dass so viel der Weg daher gefunden hat. Mein Name ist Heinz Wech, ich bin Präsident vom Trägerverein Stadtspielwerk Winterthur, das Werk geholfen hat, mitbauen. Wo ich baue, haben es all die anderen, ich nicht. Ich werde durch die Veranstaltung führen. Im Mai 2013, vor etwa 15 Monaten, bin ich angefragt worden, zu helfen. Wir mussten ein paar Hürden überspringen. Und jetzt am Schluss haben wir alle übersprungen. Und es ist ganz lässig, dass wir heute alle dürfen da sein. Es war eine Idee von Remo Strehler, der nachher auch noch wird reden zu Ihnen. Und eine Ausführung von Chris und Pierre Labusch zusammen mit ein paar anderen. Und an mir ist es jetzt an dieser Stelle ein paar zu danken. Eine grosse Hilfe haben wir bekommen vom Verein Winterthur 750, allen vor allem Roger Meili, der uns geholfen hat, stark geholfen hat, die allererste Hürde zu überwinden. Das ist das Suchen und das Finden von einem Standort. Das hat uns ein paar Monate gekostet, bis wir dann gewusst haben, wo wir es stellen können. Aufstellen. Und da sind wir natürlich dem Grundeigentümer sehr, sehr dankbar, dass wir es dort mindestens für die nächsten 10 Jahre dürfen haben. Dann stark unterstützt hat uns auch der Stadtpräsident, der Mike Könzle, der nach mir wird reden. Herzlichen Dank und auch herzlich willkommen an dieser Stelle. Danke möchte ich allen, die uns unterstützt haben, sei das finanziell oder mit tatkräftiger Mithilfe. Ich kann da nicht alle aufzählen, es ist mir etwas Anliegen, ein paar wenige namentlich zu nennen. Es ist unter den Sachspenden vor allem zuerst mal der Josef Grob und seinem Ingenieurbüro für seine statischen Berechnungen und für Pläne, wo für uns Laien wahnsinnig eindrucksvoll gewesen sind. Wir sind fast so gross wie die Bühne gewesen, ein bisschen kleiner. Dann Michael Hartmann von der Firma Hebag. Er hat Stahlgerüst gemacht. Sie sehen übrigens das Modell. Das ist also nicht Stahlspielwerk, das ist nur das Modell, das da steht. Aber das, was nach oben ragt und die Verbindungen, das ist von Michael Hartmann. Der Roger Salzgeber, er hat die grossen silbrigen Kisten gebaut. Und der Gregor Matter von der Firma Sotronic, er hat die aufwendige Steuerung installiert und programmiert, dass es dann auch wirklich zur Zeit aufgeht und wieder zugeht. Und natürlich nicht nur der Sachspender, sondern auch der Geldspender, würde ich ebenso meinen Dank aussprechen, weil ohne Geld wäre es wirklich auch nicht möglich gewesen. Da ich nicht alle aufzählen kann, kann ich auf Stadtspielwerk verweisen, am Boden. Unmittelbar unter dem Stadtspielwerk, unter der Eisenplastik, haben wir Rondellen eingebaut und dort sind die Namen von der grösseren Sponsoren eingefräset worden. Grosse Eisenrondellen. Und nur heute sind alle Sponsoren und Spender namentlich aufgeführt an einem von den Wundern von diesen Leuchtbändern. Es läuft heute den ganzen Tag so durch. Also nochmal herzlichen Dank. Und übrigens, wegen der Rondellen oder wegen der Finanzierung ist die Presse ein bisschen prominent gekommen. Das Geld fehlt noch. Es fehlt noch ein bisschen Geld, aber nicht mehr so viel, wie das geschrieben worden ist. Und es hat also noch eine oder zwei Rondellen frei, wenn noch irgendetwas Bedürfnis hat, sich auch dort zu verewigen zu lassen. Also das bleibt die nächsten Jahre so. Es ist für mich eine riesengroße Freude gewesen, an dem Werk beteiligt zu sein. Nicht physisch, aber sonst am ganzen Projekt. Und ich habe viel gelernt. Ich habe viel gelernt über Künstler, über Kunst, auch über Kunstpolitik in der Stadt Winterthur. Und ich habe neue Freunde gewonnen. Und damit werde ich jetzt das Wort unserem Stadtpräsidenten Michael Könzle übergeben. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Gemeinderatspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Winterthurer Stadtrat, lieber Chris, lieber Pierre, liebe Kunstliebhaberinnen
und Kunstliebhaber, liebe Sympathisantinnen und Sympathisanten von Labüs, liebe Gäste. Es freut mich, dass ich Sie in der Funktion als Stadtpräsident, als Vorsteher vom Departement Kulturelles und Dienste und als Präsident vom Verein Winterthur 750 darf zu dieser Einweihung vom Stadtspielwerk herzlich willkommen heißen und auch Grüße aus dem Winterthur Stadtrat überbringen. Sie haben sicherlich den Unterton in meiner Begrüßungsformel gehört. Ob das Werk jetzt ein Kunstwerk ist oder nicht, das ist bereits im Vorfeld heftigst emotional und kontrovers diskutiert worden. Meinungen in der Stadt gehen meilenweit auseinander. Und damit hat das Stadtspielwerk, bevor es überhaupt gebaut war, einen Zweck bereits erfüllt. Als Werk in der Öffentlichkeit zu Diskussionen Anlass geben, anstoßen, Anstoß erregen. Und die ganze Diskussion, ob Kunst oder nicht, die rückt damit in den Hintergrund. Am Schluss geht es um die Frage, gefällt es oder gefällt es nicht. Das Stadtspielwerk soll eine Bereicherung auf dem Merkurplatz sein, es soll ein Spektakel sein, es soll eine Hommage an die industriellen Zeiten der Stadt Winterthur sein, es soll ein Treffpunkt sein, es soll Jung und Alt miteinander verbinden, was es ja heute gerade macht, Rap im Stadtgarten, wo bereits zum 7. Mal stattfindet und die Einweihung vom Stadtspielwerk kann nebeneinander und miteinander stattfinden und sich gegenseitig bereichern. Und das macht letztendlich die Kulturstadt Winterthur auch aus. Und es soll ein Zeichen sein, neben dem Rundweg, neben den Taler, neben den Stadtgeschichten etc. für das Jubiläumsjahr 750 Jahre Stadtrecht Winterthur. Für das soll es dastehen und soll an all die schönen Momente in diesem Jahr erinnern, wenn man jeweils vor dem Stadtspielwerk steht. Vielleicht noch etwas zur Frage, warum gerade da? Auch stadtratsintern, verwaltungsintern, ich mache keinen Hehl daraus, hat das Werk grosse Diskussionen ausgelöst. Wir haben uns in diesem ganzen Prozess darauf einigen können, dass es nicht auf öffentlichem Grund stehen soll, aber wenn die baurechtlichen Vorschriften eingehalten sind, auf privatem Grund erlaubt wird. Der private Grund zu finden, war dann nicht so eine einfache Sache gewesen, weil das Stadtspielwerk, auch wenn es dann auf privatem Grund steht, hat ja müssen von der Öffentlichkeit gesehen werden. Sonst wäre auch die Sponsorensuche viel schwieriger gewesen, weil die wollen ja Präsenz. Und so ist man am Schluss von diesem Prozess auf dem Merkurplatz gelandet. Das Werk steht jetzt also auf privatem Boden, aber ist total öffentlich. Aber auch das Werk ist auf dem Platz nicht für ewig in Stein gemeißelt. Sie haben es gehört vorher, die Bewilligung ist einmal für 10 Jahre gegeben worden. Hintergrund von dem ist, dass Grundeigentümerin und Stadt Winterthur sich Gedanken machen, den Platz, den Übergang zum Stadtgarten auch baulich an Qualität gewinnen zu lassen. Aber ich denke jetzt einmal für die nächsten paar Jahre, ist das der Standort gesichert. Und die Zeit kann man auch nutzen, dass das Stadtspielwerk von Labüs bis dahin, wenn es dann um die Diskussionen geht, sich einen Namen gemacht hat, immer mehr Freundinnen und Freunde gewinnt, so dass es eben auch, wenn es einmal sollte, müssen weggehen, durchaus problemlos einen anderen Standort wird finden. Dem ganzen Team, angeführt vom Duo Labüsch, wo hinter dem Projekt Stadtspielwerk gestanden ist oder steht, danke ich für die guten Ideen, für den Eifer und vor allem, und das hat sich gezeigt bei dem Projekt, der Durchhaltewille und die Durchhaltekraft bei der Umsetzung, wo, wie gesagt, viele Klippen und Hürden haben müssen übersprungen werden,
Und ich gratuliere allen Partnerinnen und Partnern, die da in irgendeiner Form mitgeholfen haben. Sechs beim Klüttern an den Maschinen oder beim Finanzieren von dem ganzen Projekt, möchte ich herzlich danken. Und wie gesagt, wir gratulieren zu dem, die Stadt bereichernden Ergebnis. Stadtspielwerk, willkommen in unserer schönen Stadt. Danke vielmals. Als nächstes redet Remo Strehler zu uns. Der Remo Strehler ist die Schuld, dass es überhaupt zu dem Projekt gekommen ist. Er ist der Initiant, er ist heute pensioniert und wurde noch die Idee gehabt, ist ja noch Siegfried in Oberwinterthur gewesen. Remo? Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, sehr geehrte Volksvertreterinnen und Volksvertreter, sehr geehrte Damen und Herren. Mit der heutigen Einweihung vom Stadtspielwerk wird die Idee, die ich bereits im Jahr 2006 am damaligen Stadtrat unterbreitet habe, jetzt doch noch Wirklichkeit. Ich hatte damals die Vision gehabt, dass für den so überaus wichtigen Werkplatz Winterthur und auch für die Industrievergangenheit von dieser Stadt irgendwie doch ein Zeichen sollte gesetzt werden. Ein Zeichen von Anerkennung und von Hochachtung. Hochachtung gegenüber einem mutigen Unternehmertum, Hochachtung aber auch gegenüber den Ingenieuren und gegenüber der gesamten Arbeiterschaft. Schon unsere Grossväter und Väter haben in diesen Industriebetrieb Arbeit und Auskommen gefunden. So auch mein Vater. Der Papa hat in der Locki geschafft. Meine Idee hat damals im Stadtrat zwar Anklang gefunden, aber der Wille, um das umzusetzen, hat hier gefehlt. Im Hinblick auf das Jubiläumsjahr habe ich dann nochmal einen Anlauf genommen, nicht mehr über den Stadtrat, sondern über den Verein 750. Als erstes habe ich dann einen Metallkünstler suchen, der das Werk bauen soll. Und ich habe dann gerade zwei gefunden. Chris Pierre Labusch. Seit unserem ersten Treffen vor anderthalb Jahren haben wir dann bis heute eine intensive Zusammenarbeit gehabt. Es haben viele Klippen müssen überwunden werden. Wir haben das vorhin schon gehört. Resignieren und aufgeben ist durchaus auch mal ein Thema gewesen, weil es geschonnen hat, dass wir gar keinen Standort werden finden. Wie schon erwähnt worden ist, hat sich dann aber noch nach bis nach ein engagiertes Team gebildet mit Leuten, die an diesem Projekt Gefallen gefunden haben und die sich mit Herzblut eingesetzt haben, um das zu realisieren. Als persönliche Bereicherung habe ich dann die angenehme Zusammenarbeit mit all unseren Sach- und Geldspender erlebt. Der enorme Goodwill bei unserem Projekt von der ansässigen Grossbank, also die mit zwei Buchstaben, und von namhaften Winterthurer Industrie- und Gewerbebetrieben entgegengebracht worden ist, das hat meine Erwartungen weit übertroffen. Ein Jubiläumsmotto, wir sind Winterthur, ist eindrücklich nachgelebt worden. Für mich war es einfach Szene gewesen. Viele von unseren Spendern sind heute anwesend und ich freue mich, dass sie alle mit ihrem Namen am Fuß von der Skulptur eingraviert und somit verewigt sind. Zum Namen noch. Der Name Stadtwerk übrigens ist vom Landbote-Redaktor Jakob Bechtold mal vorgeschlagen worden. Aber genau genommen hatten seine Frau Isabel Signer eigentlich ausgedacht und erfunden. Er mag beim ersten Anhören ein bisschen holprig tönen, denn er setzt sich ja aus drei Hauptwörtern zusammen. Stadt, Spiel und Werk. Und für mich deute ich die drei Begriffe so. Stadt. Winterthur ist meine Stadt ohne Wenn und Aber.
Spiel. Winterthur bietet Kultur mit allen Wenn und Aber. Werk. Winterthur ist Werkplatz trotz Mengen Wenn und Aber. Sehr verehrte Damen und Herren, vielleicht sehen Sie es mir an, wie glücklich dass ich bin, dass ich heute hier vor Ihnen stehen darf und in wenigen Augenblicken mit Ihnen zusammen erleben darf, wie unser Stadtspielwerk zum allerersten Mal in Betrieb gesetzt wird. Herzlichen Dank. Und jetzt, Remo Strehler hat nicht nur die Idee gehabt zu dem Stadtspielwerk, sondern auch noch die Idee von einem kleinen, kurzen Theaterstück, das er selber geschrieben hat, unter Mithilfe von Adrian Knöpfli, ein bisschen. Und es freut mich jetzt, dass wir mit dem Hans-Heinrich Rüegg, dem langjährigen Direktor vom Sommertheater und dem heutigen Gastgeber, und ich habe ihm gar noch nicht gedankt, aber ich habe es eigentlich für jetzt vorgesehen gehabt, also herzlichen Dank. Er zusammen mit dem Christian Solberger, einem Ensemble-Mitglied vom Sommertheater, werde ich jetzt ein kurzes Theaterstück vorführen, vortragen. Geschichte Winterthurs. Entschuldigung, hallo. Geschwinde Frage. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, was das da für ein Turm ist mit den Metallboxen und dieser Uhr? Weil ich glaube, eine Stadt kann mehr Kultplatz haben, eine Stadt kann so eine. Ja, hier geht es um die Industrie von Winterthur. Diese Metallbehälter öffnen sich zu gewissen Zeiten und dann sieht man da drinnen auf mechanischer Basis Darstellungen, welche an die vergangenen Zeiten der Industrie und Arbeiterstadt erinnern. Industrie und Arbeiterstadt. Also das verstehe ich nicht ganz. Dass man sagt, Winterthur sei eine Industriestadt, oder das stimmt doch gar nicht. Ja, heute ist Winterthur leider keine Arbeiterstadt mehr. Eben. Aber seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat Winterthur als Stadt der Ingenieure und Maschinenbauer gegolten und die großen Fabriken der Maschinen- und Metallindustrie wie Sulzer, Lockli und Rieter haben vielen tausend Arbeitern Verdienst gegeben. Das war noch bis in die 1980er Jahre so. Deshalb sagte man, Winterthur sei eine Arbeiterstadt. Okay, alles klar. Jetzt ist die andere Frage, wann hat man das angefangen mit der Industrie in Winterthur? Als nach der Französischen Revolution auch in der Schweiz die Industrialisierung einsetzte und die Heimarbeit zunehmend verdrängt wurde, war Winterthur vorne mit dabei. 1803 nahm man in Wülflingen mit der Hart die erste mechanische Spinnerei der Schweiz ihren Betrieb auf. Die Maschinen hat man damals aus England eingeführt. Aber durch die Blockade von Napoleon im Jahre 1807 konnte England plötzlich keine Maschinen mehr liefern. Das war der Auslöser, dass Schweizer Unternehmer begannen, die Maschinen selber herzustellen, sowohl für den eigenen Bedarf als auch für andere Textilfabriken. So ist aus der Textil die Maschinenindustrie hervorgegangen. Rieter, die seit 1825 eine Spinnerei in Niedertös betrieb,
begann ebenfalls Spinnereimaschinen zu bauen und bald auch in die Nachbarländer zu exportieren. Rieter ist übrigens immer noch in diesem Geschäft tätig, jetzt vor allem aber in Asien. Okay, nicht ganz in der Nähe, ja, Asien. Aber jetzt die andere Frage, was haben wir denn sonst noch produziert, da in Winterthur? Also nicht, wenn er nicht nur gesponnen, nehme ich an. Also, ja, ja, aber wir haben schon ein paar Spinnen gehabt. Ja. Ja. Davon gibt es heute noch einige. Aber 1834 wurde von Johann Jakob und Salomon Sulze an der Zürcher Straße eine Gießerei gegründet. Diese erste Gießerei steht übrigens noch neben diesem Superblock, den Sie da ab 2015 als Kinderkrippe dienen sollen. Die Firma Gebrüder Sulze hat später Heizungen, Dampfmaschinen, Dieselmotoren, Kältemaschinen und sogar Schiffe hergestellt. Im 20. Jahrhundert auch dann Webmaschinen und künstliche Gelenke. Die dritte große Maschinenfabrik in Winterthur war dann eben diese Loki. Loki. Also Sulzer und Rieter, das ist mir bekannt, aber Loki, was hat denn die genau gemacht? Ja, also die Einheimischen haben eben nur Loki gesagt. Das war aber die große schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM. Sie ist 1871 vom Engländer Charles Brown, der zuvor bei Sulzer arbeitete, gegründet worden. Und sie war bald führend in der Herstellung von zuerst Dampf- und später elektrischen Lokomotiven. Ihre hochwertigen Lokomotiven fanden aber Abnehmer in der ganzen Welt. Und 1961 hat Sulze dann die Loki geschluckt. Und seit dem Jahr 2005 produziert nun eine Stadler-Rail in einer ehemaligen Fabrikhalle der SLM. Okay, jetzt, also irgendetwas hat mich vorher ein bisschen verwirrt mit dem Schiff. Also bin ich ja nicht wirklich Seefahrer beim Winterthur, aber haben Sie wirklich mal ein Schiff gebaut? Ja, ja, aber das war in den Anfängen. 1867 hat das erste Schiff, der Passagierdampfer Schweiz, die Sulze-Werkstätten in Richtung Bodensee verlassen. Und der älteste Raddampfer der Schweiz, der heute noch auf dem Fehmarnstättersee im Einsatz steht, die Uri, wurde 1901 ebenfalls bei Sulze gebaut. Und später hat sich die Firma Sulzer mehr auf die Konstruktion und den Bau von riesigen Schiffsdieselmotoren konzentriert, mit denen sie auf den Weltmeeren absolut führend ist. Okay, das tut gut. Dann jetzt noch eine Frage quasi. Also heute wird ja das Werk da, das Spielwerk eingeweiht, als Erinnerung an die Industriezeit. Jetzt fragen Sie vielleicht, wie sieht das aus? Kann man so eine wichtige Epoche überhaupt darstellen mit so einem Spielwerk? Nein, das glaube ich nicht, dass das möglich ist. Aber wenn es gelingt, durch das Stadtspielwerk die Bevölkerung und vor allem die jungen Leute und die Besucherinnen und Besucher von auswärts ein bisschen an unsere großartige Winterthurer Industrievergangenheit zu erinnern, dann, glauben Sie mir, dann ist das eine sehr gute Sache. Und das würde mich außerordentlich freuen. Und jetzt können wir es dann bald anschauen. Hans-Heinrich Rüegg und Christian Solberger. Jetzt bevor wir es anschauen, wollen wir noch etwas hören zum Werk selber. Das macht der Chris Labusch. Die eine Hälfte von dem Duo.
Liebe Feind, böse Freund. So fängt das Wortspiel an von Daniel Blancherel, den er für unsere erste grössere Skulptur, der Lobbyschgeist, kreiert und auch besprochen hat. Er hat uns auch relativ früh viel über Kunst erzählt, wie man mit den Kritikern umgeht und wie man sich da in der Kunstwelt kann einführen. Er ist aber leider im 1999 gestorben und hat uns aber noch viel mitgeholfen, eine eigene neue Kunstphilosophie für uns zu erschaffen. Wir machen jetzt seit 28 Jahren Kunst. Und dank unseren Kritikern sind wir auch immer ein bisschen wach geblieben, haben uns weiterentwickelt. Und jetzt hat der Pierre seit 23 Jahren, ich seit 15 Jahren, können wir uns vollamtlich der Kunst widmen. Unsere Labusch-Philosophie besteht im ständigen Hinterfragen, Umdenken, Neuorientieren. Wir lassen eigentlich nichts da so haben, wie es eigentlich sollte sein. Wir lassen alles immer wieder neu hinterfragen. Und wir sind dran, ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, das man dann vermutlich erst in 30 Jahren sieht. Also das gehört nicht nur die bildende Sache jetzt bei uns dazu, es ist auch so ein Gesamtpaket, das wir hier am Machen sind. Wir möchten, so pervers auch für unsere Kunstkritiker tönt, am Betrachter einen Mehrwert bringen. Wir wollen eigentlich alle die Kunst anschauen, Freude machen. Sie sollen auch eigene Gedanken reingeben. Wir wollen eigentlich nicht etwas Grosses vorgeben. Sie sollen selber Kunstfreude haben und wieder mit dem Bauch anfangen, Kunst geniessen. Das ist ein bisschen unsere Philosophie. Und wir versuchen auch nicht Kunstsachverständige anzusprechen, jung und alt. Auch bei dieser Skulptur haben wir versucht, wirklich etwas ein bisschen für alle zu machen. Das Stadtspielwerk ist nicht mit öffentlichen Geldern finanziert worden. Wir möchten aber die ganze Öffentlichkeit, ob jung oder alt, ansprechen, dass sie sich erfreuen, erreifern, sie sollen es auch kritisieren, also es ist immer ein Dafür und Dawider. Der Kulturfall, den wir ja hier jetzt eigentlich haben, ist angekündigt worden im Facebook im Frühling von der ehemaligen Regierung und ist jetzt eigentlich voll im Gang. Und gerade wegen dieser Kulturwende war es uns möglich gewesen, überhaupt das Stadtspielwerk zu bauen. Dank dem Mut und der Courage von der neuen Regierung, die das Projekt gut geheissen hat, unterstützt hat, haben wir dann das dürfen realisieren. An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz herzlich an Mike Künzle danken, der sehr fest da mitgeholfen hat, dass wir das auch können machen. Danke vielmals. Die Geschichte ist ja am Jean Zengli auch passiert in Paris, wo er seine Zyklopen wollen aufstellen wollte. Auch die ganzen Kunstkritiker sind dagegen gewesen und haben das verhindern. Und dort hat dann sich auch die Regierung mutig durchgesetzt und gesagt, wir machen das. Und jetzt noch von unserer Seite etwas zum Stadtspielwerk. Ich bin auch aufgefordert worden, von Remo auch noch etwas über unsere Sachen zu sagen, die wir da gemacht haben. Ich nehme aber hier ein altes Zitat führen von Charlie Chaplin. Er hat mal gesagt, ich habe nicht viel Geduld mit einem Kunstwerk, das einer Erklärung bedarf, damit man es versteht. Muss es von einem anderen als seinem Schöpfer zusätzlich interpretiert werden, dann bezweifle ich, dass es seinen Zweck erfüllt. Und wir wollen da noch einen Schritt weiter gehen und sagen eigentlich gar nichts dazu. Wir wollen euch wirklich, jeder soll selber seine Sachen dazu denken und es ist immer richtig. Und dort auch wieder mit dem eigenen Gefühl und Sicherheit sagen, das ist gut oder schlecht oder was immer. Dort auch nicht immer beeinflussen lassen von dem, was in der Zeitung steht oder was Kritiker sagen. Dort anfangen wieder selber Kunst geniessen. Ich würde da nur einen kleinen Input geben. Auch noch ein kleines Detail von dem Werk ein bisschen genauer noch beschreiben. Wir machen ja eigentlich alle Jahre unser Kunstevent bei uns im Atelier in der Bar, wo wir alle unsere Kunden und Kunstfreunde einladen. Und dort tun wir alle Jahre so Kobolde herstellen. Die heissen dann Gabelbold, Messerbold, Tauchbold, Schweißbold. Das sind eigentlich immer Bolde, die dann unser Werk, das wir gemacht haben, über Jahre kritisieren. Das ist eigentlich aus unseren eigenen Kunstabfallteilen, die beim Ausbrennen gekommen sind, werden dann so Kobolde gemacht. Und jetzt haben wir auch gedacht, in diesem Werk müssen wir einen Kobold einbauen. Wir haben dann hier, sehen Sie oben, auf der Seite, in diesem Werk haben wir auch einen Kobold eingebaut.
und haben dem den Namen Mevold gegeben. Er ist ja einer, der uns mit ganz neuen Maßstäben kritisiert und auch wieder, immer wieder zu neuem anregt. Das ist eigentlich ein sehr wichtig, dass man uns auch kritisiert, weil nur so kommen wir noch weiter. Und jeder von euch, wenn er Inputs hat, Kritik, kann man sie auf Facebook abgeben und das Stadtspielwerk. Wir sind also sehr froh über jeden Input. Jetzt komme ich eigentlich zum Schluss von meiner Rede. Ich möchte noch ganz herzlich allen danken, die da geholfen haben, das Werk zu machen. Den Bauingenieuren, den Informatiker, den Webdesigner, den Elektriker, den Stahlbauer, den Apparatebauer, den Tüftler, den Maler, den Fundamentmacher, den Transportfirmen, Medienschaffungen, den Foundraiser und alle, die Geld und Sachspenden gemacht haben. Also, liebes Publikum, haben Freude an dem Stadtspielwerk oder eben nicht? Jeder nach seiner Wahrnehmung. Und denkt daran, es ist immer gut und es stimmt auch immer, was ihr denkt. Denn bei der Kunst sollte es eigentlich kein falsch oder richtig geben. Es lohnt sich auch immer wieder mal da vorbeizukommen im Stadtspielwerk. Es ist ein interaktives Kunstwerk. Wir haben einen Computer drin mit einer SIM-Karte. Und das können wir laufend umprogrammieren via Handy oder via Laptop. Also es lohnt sich immer wieder mal vorbeikommen und schauen, was neu läuft. Das ist ja mit der Sprache noch etwas drin, mit dem Laufband. Und das ist eigentlich ein interaktives Kunstwerk. Also, habt viel Spass. Wir gehen dann, glaube ich, nachher raus und dann wird es dann eingelegt. Danke vielmals. Also, meine verehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Es ist jetzt fertig mit der Rede. Wir haben aber einen neuen Partner gefunden, ganz am Schluss. Das sind die Rapper. Draußen auf dem Platz. Die werden jetzt, wo wir fertig sind, etwas spielen, nach für sich und überleiten nachher in die Weg. Dann haben wir sie etwa in 15 Minuten im Werk können sie. Bis dann können Sie sich noch mal bedienen, noch etwas trinken. Aber dann langsam übergehen, also etwa in 15 Minuten, fängt das Spektakel, ist vielleicht etwas übertrieben, aber fängt die Öffnung an. Herzlichen Dank und einen schönen Nachmittag.